Ja, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von One Life in Music, und zwar der All-Time-Album Classics. Und heute geht es um eine Band aus den 70er Jahren, und zwar Mott de Hoople. Sie sind gegründet worden im Jahr 1969 und haben bereits da ihre erste Single rausgebracht, und die möchte ich für euch spielen. Die heißt nämlich Rock'n'Roll Queen. Ja, der Erfolg ließ da noch ein bisschen auf sich warten, und nach einer Handvoll Singles und Alben wollten sie sich eigentlich bereits 1972 wieder auflösen. Dann kam aber ein gewisser David Bowie und hat ihnen einen Titel gegeben, und zwar All the Young Dudes, und da kam der erste große Erfolg für diese Band. Und den spiele ich für euch aus dem Album aus 1972, All the Young Dudes, den Titelsong All the Young Dudes, geschrieben von David Bowie. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV. Ja, hier kam dann der Erfolg und auch die zweite Single, die ich für euch gerne mal spiele jetzt. Und zwar ist das One of the Boys aus diesem Album hier. Dann gehen wir ein Jahr weiter ins Jahr 1973, und es kam ihr nächstes Album, das schlicht nur Mott geheißen hat. Und aus diesem Album spiele ich für euch die erste Single, und zwar Hunaluchi Boogie. You know,
Ja, und dieses Album warf noch eine weitere erfolgreiche Singles ab, und zwar war das All the Way from Memphis. An dem Jahr 1974 ging dann die Post erst richtig ab mit dem Album Der Hupel. Und hier spiele ich für euch die erste Single, nämlich Roll Away the Stone. Ja, dieses Album war ihr erfolgreichstes und sie haben sogar noch eine erfolgreichere Single drauf, und zwar ist das, wie könnte es anders sein, eine der schönsten Singles von 1974 kam von dieser Band und hieß, ja richtig, The Golden Age of Rock'n'Roll, und da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Das war The Golden Age of Rock'n'Roll für Mott der Hupel. Ladies and gentlemen, The Golden Age of Rock'n'Roll. Das war natürlich absolut der Höhepunkt dieser Band. Ja, und somit endet auch meine heutige Sendung. Es kam doch noch eine weitere Single, und zwar hieß die Foxy Foxy, auch 1974, und die spiele ich natürlich gerne für euch. Aber zuerst möchte ich mich zuerst mal bedanken fürs Zuschauen, für die Daumen nach oben, und hoffentlich habt ihr ein bisschen Spaß gehabt mit meinem kurzen Einblick in eine doch
interessante Band aus den 70er Jahren. Ich sage tschüss, bis nächstes Mal, wenn es wieder heißt One Life in Music, und jetzt noch schnell Mott de Huble mit ihrer letzten mehr oder weniger erfolgreichen Single Foxy Foxy.